bitte Dieter Thomas Henk. Herzlichen Dank, Thomas. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie alle. Zum 19. Mal in Berlin. Und eigentlich kommen wir uns alle so vor, als wenn wir zum ersten Mal da wären, so schön es immer wieder nach Berlin zu fahren. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen sagen, Sie haben ein riesen Glück gehabt. Wenn Sie wüssten, was alles angestanden hat für eine Karte für heute Abend, dann kann ich Ihnen nur sagen, da müssten wir hier anbauen. Da würde die ganze Ufer nicht ausreichen, wenn man das alles reinkriegen sollte. Meine Damen und Herren, ich möchte das sagen, was ich immer am Anfang sage, bevor die Sendung beginnt. Sie wissen, dass wir um 18.45 Uhr auf dem Sender sind, live wie immer. Daher die Zeitansage am Anfang. Ich möchte Ihnen sagen, bitte rauchen Sie nicht. Bitte fotografieren Sie nicht mit Blitzlicht, das können unsere Kameras nicht ab. Was meinten Sie? Man muss man tun. Ah, Sie haben Tor Brands gesehen. Dann möchte ich noch etwas sagen. Bitte holen Sie keine Autogramme während der Sendung. Und noch etwas, und das möchte ich jetzt ganz deutlich sagen, das hat man auch vorhin bei der Generalprobe nicht ganz verstanden. Bitte warten Sie so lange, bis ich sage, das war eine Sendung des. Und wenn der Finger geflogen ist, dann können auch Sie fliegen. Von da oben runter. Nur wenn Sie vorher fliegen, dann fliegen Sie unter die Kamera und das wäre nicht gut für Sie und auch für die Kamera nicht. Das wäre es, glaube ich, was ich am Anfang zu sagen hätte, oder habe ich irgendwas vergessen, Frau Quarz? Nichts. Danke. Dann möchte ich sagen, es hörte mit. Nun wirkt mal schön, komm. Warte, Elitsch. Riesen. Anfange. Anthony. Römer, Groß, Paula, Ramona, Eberin, Sherry, Ritz. Dorte, Michael Schanze, Elena Malzis, Eva Olof und Chris Robert. Bevor der Chris und der Vater wieder zurückgehen, kommen sie da oben, singen gar nicht und kommen dann von dort. Samstag, 23. Januar, 18 Uhr, 45 Minuten und 59 Sekunden. Hier ist Berlin, hier ist die 19. Ausgabe der in der Zwischenzeit vergoldeten deutschen Hitparade. Guten Abend, meine Damen und Herren, Ihnen zu Hause und guten Abend Ihnen hier im Studio 6 der Berliner Union Film. Herzlich willkommen zum 19. Mal in Berlin. Zum 19. Mal heißt es Deutsche Hitsparade. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die viele Post. Wir haben alles ausgewertet, aber ganz, ganz herzlichen Dank im Namen aller für die viele Post, die Sie an die größte deutsche Fernsehillustrierte geschickt haben. Und zwar für die goldene Kamera. Ich möchte hier im Namen aller 51 Mitarbeiter, wir haben sie ganz genau gezählt, sagen, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns so irrsinnig drüber gefreut und möchten Ihnen sagen, eine größere Freude konnten Sie uns nicht im Jahre 71 machen. Dafür Ihnen allen noch einmal im Namen aller schönsten Dank. Wir beginnen mit dem 5. Platz der Startnummer 1. Und die wird jeweils eingeblendet sein. Von 2 auf 5 zurückgefallen, Bata Illich und Candida. In eine Stadt, irgendwo auf dieser Welt sind wir uns begegnet, wir zwei. Zorro war dein Mund und wie Gold, so war dein Haar. Warum ging die Zeit für uns vorbei? Denn seit wir beide uns trafen, möchte ich immer nach dir sein. Denn wieder, von dir träum ich denn wieder. Wann sehen wir beide uns wieder? Wann gehörst du mir allein? Wo ich auch bin, es weiß niemand was von dir. Niemand.
niemand weiß, wo ich hinnen kann. Doch irgendwann wirst du wieder vor mir stehen. Ich glaube fest daran. Oh, oh, kennt ihr das? Keine Nacht kann ich schlafen, denn seit wir beide uns trafen, möcht ich immer nach dir sein. Kennt ihr das? Von dir nur träum ich, kennt ihr das? Wann sehen wir beide uns wieder? Wann gehörst du mir allein? Doch irgendwann wirst du wieder vor mir stehen. Ich glaube, ja, ich glaube fest daran. Oh, oh, Candida, keine Nacht kann ich schlafen, denn seit wir beide uns trafen, möcht ich immer nach dir sein. Candida, von dir nur träum ich, Candida, wann sehen wir beide uns wieder? Wann gefällst du mir allein? Candida, das war der fünfte Platz, die steilste Nummer 1. Candida, wann sehen wir uns wieder? Und Bartha Ebel stehen Sie mit diesem Titel nicht wieder, das wissen Sie, aber dreimal dabei, einmal vorgestellt und zweimal platziert. Bartha, was wünschst du dir für dieses Jahr so ganz privat? Ja, ich wünsche mir erstmal Gesundheit. Das Zweite, dass mir mein Publikum weiter so treu bleibt wie bisher. Und das Dritte, dass ich wieder mal hier bei der Hitparade bin. Ich hoffe, dass alles in Erfüllung geht. Alle drei Wünsche. Und Gesundheit, meine Damen und Herren, wünschen wir Ihnen allen. Denn ich glaube, dass das Wichtigste im ganzen Leben ist. Das war der fünfte Platz, die Stand Nummer 1. Das war Bartha Illitsch. Das letzte Mal unser Spitzenreiter. Und er ist immer noch verliebt in die Liebe. Chris Roberts, vierter Platz. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, ja, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist allein für dich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Hi, Honey, weißt du, was mir fehlt? Hi, Honey, weißt du, was mich quält? Ich denk die ganze Zeit nur noch die Zärtlichkeit. Doch um mich her ist alles so leer. Mein Herz ruft SOS, komm bitte per Express, denn ich wär gerne bei dir. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist kein Geld für mich. In die Liebe und vielleicht auch in dich. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist allein für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Hi, Honey, ich bin nicht verliebt. Hi, Honey, das ist sowas wie. Stehen. Ich will nur dich noch sehen und wünsche dir so vieles von dir. Kein Rechnen und Latein, Liebe, das soll es sein. Darum komm heute noch zu mir. Hey. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch. Verliebt in
Vierter Platz, Chris Rober, Sie sind verliebt in die Liebe. Dreimal dabei, genau wie Martha Hingis, damit mit diesem Titel zum letzten Mal. Und wenn ich sage, mit diesem Titel, so ist eigentlich die Frage, die auf der Hand liegt, gibt es denn schon was Neues? Es wird in circa 4 Wochen meine zweite Longplay-Platte erscheinen. Hervorragend. Aber noch etwas anderes. Du bist nicht nur in der Hitparade immer dabei, immer auf den ersten Plätzen, sondern auch filmmäßig. Und der deutsche Film lag eigentlich lange Zeit im Argen. Jeder sagt in den deutschen Filmen längst tot. Mit einem Mal hast du zum Beispiel, Roy unter anderem, sehr, sehr viel Erfolg. Woran liegt das? Ich glaube, es ist ganz einfach zu sagen, das sind heitere, unbeschwerte Filme. Die bringen Frohsinn, die bringen Stimmung und sie kommen von Herzen. Ja. Und das ist wichtig im Leben. Das war ja der 4. Platz, Chris Rober. Der 3. von 0 auf 3, Deutschlands kleinster Sänger. 1,98 Meter. Peter Rubin, wir sitzen beide am selben Feuer. Wir sitzen beide am selben Feuer. Wir nehmen beide denselben Krug. Doch diesmal ist mir der Wein zu teuer. Buenas noches, du bist am Zug. Auf dem Rücken schlanker Pferde, in den Armen schöner Frauen, hab ich in das Glück der Erde ganz entschieden mehr vertraut. Wenn sich Männer was erzählen, sind Erfolge unbegrenzt. Mit dem Lob aus Freundeskehlen wird die eigene Stirn begrenzt. Wenn sich Männer was erzählen, schauen sie sich wie Riesen an, weil sie nur Geschichten wählen, die man nie beweisen kann. Sitzen beide am selben Feuer und viel zu vieles ist im Kalkül. Du siehst noch frisch aus, du atmest freier. Buenas noches, du bist am Spiel. Auf dem Rücken schlanker Pferde, in den Armen schöner Frau. Hab ich in das Glück der Erde ganz entschieden mehr vertraut. Wenn sich Männer was erzählen, können Männer Buben sein. Doch die Themen, die sie wählen, sind nicht immer stubenrein. Wenn sich Männer was erzählen, dann sind Männer richtig froh. Und wenn frische Ehren fehlen, dreschen sie das alte Stroh. Sitzen beide am selben Feuer, wir träumen beide am gleichen See. Ich halte Distanz zum Abenteuer. Buenas noches. Bald schmilzt der Schnee. Das war ja der 3. Platz. Unser kleiner Peter Rubin. Meine Damen und Herren, zum 2. Platz und damit zur Startnummer 4. Ihr neuester Titel, den Sie auch gleich präsentieren wird, heißt Alles, was wir wollen auf Erden, wir wollen alle glücklich werden. Und das letzte Mal war sie bei uns, das heißt das vorletzte Mal, dass sie platziert war, war sie mit einem Titel da, der hieß Du, ich brauche etwas und das bist du. Und auch diesmal brauchte sie ihre Postkarte. Ich weiß, Sie wissen längst alle, wer jetzt kommt. Von 0 auf 2, Ramona! Ich wünsche mir immer happy zu sein, denn so happy zu sein ist so schön. Wenn man bedenkt, was die Liebe uns schenkt, ist das schließlich ja auch zu verstehen. Ich bin ja sonst sehr bescheiden, aber ich wünsche uns beiden, dass sich im Stillen unsere heimlichen Wünsche erfüllen.
gibt's nicht immer rosige Tage, das ändert sich sicher auch nie. Doch was ich so an Humor mit mir trage, das reicht immer schon irgendwie. Ich bin ja sonst sehr bescheiden, aber ich wünsche uns beiden, dass sich im Stillen unsere heimlichen Wünsche erfüllen. Alles, was wir wollen auf Erden, wir wollen alle glücklich werden. Das war Ramona, zweifellos eine echte Hitparadenentdeckung. Meine Damen und Herren, daran führt kein Weg vorbei. Das war ihr zweiter Platz. Und eines sollten wir an dieser Stelle auch noch einmal sagen, meine Damen und Herren, obgleich Sie es fast alle wissen, aber das fast, das stört uns. Falls irgendeiner zu Hause ein Klavier hat und eben angeschlagen hat, gesagt, Moment, das war doch ein C, was war das? Schauen Sie, das ist eben live. In einem Schallplattenstudio braucht man für eine solche Aufnahme oft Stunden. Bei uns ist es in ganz genau der Zeit, wie lang eben eine Platte ist, weg. Da kann nichts mehr dran geändert werden. Das ist das Schöne bei live. Nun aber zum ersten Mal, und auch da glaube ich, ist es wieder eine echte Hitparadenentdeckung. Erinnern Sie sich an die letzte Sendung am 19. Dezember. Da saß er dort oben neben der Uhr. Ich hab dich lieb. Von null auf den ersten Platz, Shootingstar dieser Ausgabe, Michael Schanze. Ich lieb, ich lass dich nie mehr allein. Ein Leben lang werde ich bei dir sein. Ich lass dich nie mehr allein.
dass unser neuer Spitzenreiter von Null auf den ersten Platz, Michael Schanze, mit dem Titel Ich hab dich lieb. Es geht weiter, meine Damen und Herren, mit den Neuvorstellungen, wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Unter A, ein junger Mann, der aus München kommt, dort in einem Nightclub spielt mit seiner eigenen Band, dort an der Orgel steht und natürlich auch Solist ist, das heißt Sänger. Bei uns singt er den Titel Liebe und Rock'n'Roll. Start Nummer 6, Anthony. Du bist frei, durch Liebe und Rock'n'Roll. Du vergisst, wer du bist. Du denkst nur an Liebe und Rock'n'Roll. Schwarz und weiß, arm und reich, werden gleich durch Liebe und Rock'n'Roll. Liebe und Rock'n'Roll und Anthony, erster Neuvorschlag für heute. Können wir ganz kurz mal eben hier rüber. Meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dass Sie hin und wieder das Gefühl haben, es gibt so Ausdrücke, wo man sagt, dabei stotterst du garantiert. Ich habe mir es aufgeschrieben, ist besser. Den Namen, wie er heißt, kennen Sie sofort. Aber der ist Karikaturist. Ganz einfach. Ole Jensen, herzlich willkommen. Einer der bekanntesten Karikaturisten, die es auf der ganzen Welt gibt. Lieber Ole, ich wollte Ihnen Folgendes sagen. Unser gemeinsamer Freund Truk Brandt sagte vorhin, das Netteste an Ihnen sei Ihre Gattin. Aha, prima. Aber nun, die zauberhafte junge Dame, die dort neben sitzt. Leider singt sie den Titel G, Ole. Also mit Umfassen geht überhaupt nicht. Jetzt, sie geht nämlich gleich. Also bitte, Tanja Berg, Start Nummer 8, der Titel G. Was ist los? Was ist geschehen? Auf einmal bist du nicht mehr du. Du sagst nichts, hörst mir nicht zu. Wie kann es sein? Es war schön. Yeah.
war ein allein. Willst du jetzt gehen? Yeah, yeah, yeah. Oh, geh, geh doch nicht fort von mir. Du weißt, ich gehör nur dir, oh yeah. Ich kann ohne dich nicht sein. Keine Tag und keine Stunde. Denk doch, wie wunderbar unsere Liebe war, oh yeah. Unsere Liebe war unermesslich, unvergesslich. La 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 la. No, bitte, bitte, geh nicht fort von mir. Das war Tanja Berg, Stealth Nummer 7, der Titel Geh. Ob sie geht oder bleibt, meine Damen und Herren, das liegt nicht an uns, das liegt einzig und alleine an Ihnen. Ob sie am 20. Februar bei der nächsten Sendung, bei der 20. Hitparade dann dabei sein wird, unsere Anschrift wie immer am Schluss. Nun aber zur Start Nummer 8, wo man wieder ein paar Titel einbauen sollte. Erinnern Sie sich zum Beispiel an Wärst du doch in Düsseldorf geblieben? Oder an den Grafen von Luxemburg? Oder an Jeder Schotte? Oder an den jungen Mann mit roten Rosen? Wenn ja, dann wissen Sie, wer jetzt kommt. Start Nummer 9, Dorte Chili Pfeffer. Chili Pfeffer, Chili Pfeffer, Chili Pfeffer scharf. So scharf ist dein Kuss, so scharf ist dein Kuss. So Chili Pfeffer, Chili Pfeffer, Chili Pfeffer scharf. Das ist bei jedem Kuss an deinem Bein. Meistens fängt es auf den Lippen erstmal leis zu brennen an, dass ich kaum noch dabei atmen und kein Wort mehr sagen kann. Chili Pfeffer, Chili Pfeffer, Chili Pfeffer scharf, so scharf ist dein Kuss. So scharf ist dein Kuss, so Chili Pfeffer, Chili Pfeffer, Chili Pfeffer scharf, dass ich bei jedem Kuss von neuem weinen muss, dass ich bei jedem Kuss von neuem weinen muss. Das Gefühl ist für Minuten ein so angenehmer Schmerz, aber dann am nächsten Morgen ist dein Kuss, so Chili Pfeffer, Chili Pfeffer, Chili Pfeffer scharf, dass ich bei jedem Kuss von neuem weinen muss, dass ich bei jedem Kuss von neuem weinen muss. Chili Pfeffer, Chili Pfeffer, Chili Pfeffer scharf, so scharf ist dein Kuss, so scharf ist dein Kuss, so Chili Pfeffer, Chili Pfeffer, Chili Pfeffer scharf, dass ich bei jedem Kuss von neuem weinen. Chili Pfeffer, das war Dorte, Start Nummer 8. Meine Damen und Herren, in der Zwischenzeit werden Sie das festgestellt haben, was ich am Anfang sagte. Wir haben jeweils die Startnummer eingeblendet. Sie können also Folgendes auf Ihre Postkarte schreiben. Entweder den Namen, in diesem Falle Dorte, oder den Titel, zum Beispiel Chili Pfeffer, oder aber die Startnummer, ganz gleich, wie Sie es möchten, aber bitte nur Postkarten. Wir kommen zur Startnummer 9, zu einer jungen Dame, die aus dem Walsertal nach Berlin kommt. Dort allerdings grundsätzlich von zwei Herren begleitet wird. Sie ist nämlich Musikerin, und zwar spielt sie Bassgitarre und singt natürlich. Das tut sie auch heute Abend bei uns in Berlin. Startnummer 9, Hello Mr. Donovan! Den Sommer in Woodstock kann ich nie vergessen. Wir kamen in Schaden vom Sound der Gitarre.
Nielsen mit der Start Nummer 9, der Titel Hallo, Mr. Donovan. Babs Nielsen. Start Nummer 10, meine Damen und Herren, kennen Sie den Titel Monika? Momo Monika? Oder kennen Sie Baby Dadamda? Oder kennen Sie Das brennt so heiß wie Feuer? Dann kennen Sie ihn doch. Peter Orloff, er hat jetzt endlich ein Mädchen für immer. Start Nummer 10, Peter Orloff. Ich liebe die Mädchen und bin geliebt. Und ich kenne im Städtchen die Girls, die es gibt. Gefällt mir mal eine, dann find ich sie nett. Aber noch hab ich keine, wie ich sie gehätt. Ein Mädchen für immer und für alle Zeiten und nicht nur für heute, das wünsch ich mir. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten und nicht nur für heute, das fehlt mir so sehr. Oh, sie muss an mich denken, an mich nur allein und ihr Herz mir verschenken und da für mich sein. Muss Liebe mir geben und alles verstehen, da werd ich ein Leben lang nicht von ihr gehen. Einander verstehen, viel Liebe sich geben, das ist ja so schön. Einander sich treu sein in Freude und Leid, das wird nie vorbei sein, das weiß ich schon heute. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten und nicht nur für heute, das wünsche ich mir. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten und nicht nur für heute, das fehlt mir so sehr. Heute bin ich noch eins und noch immer allein. Bald werde ich gemeinsam mit ihr glücklich sein. Ich weiß ja schon heute, dass ich sie mal bin. Und dann sehen alle Leute, wie glücklich wir sind. Oh, sich lieben im Leben, einander verstehen. Und die Liebe sich geben, das ist ja so schön. Start Nummer 10, Peter Orloff, ein Mädchen für immer. Start Nummer 11, meine Damen und Herren, die rot-weißen Farben ihres Landes, nämlich der Schweiz, vertrat sie beim Rio-Festival mit dem Titel Das Leben ist ein Karussell. Paola, Start Nummer 11. Toi, toi, toi. Wie wird die Welt von morgen sein? Bringt sie uns Glück und Sonnenschein? Wer weiß das schon? Ob wir uns beide noch verstehen, wenn wir uns morgen wiedersehen? Wer weiß das schon? Heute ist die Zukunft himmelblau, doch niemand weiß von uns genau. Bleibt alles nur Illusion, ob es die Ewigkeit noch gibt, solange ein Mensch den anderen liebt, wer weiß das schon? Das Leben ist ein Karussell, es dreht sich langsam, dreht sich schnell. Und wir fahren nie Tag aus, Tag ein. Das Leben ist ein Karussell, es trägt uns zwei eventuell ins Glück hinein. Wie viele Wunder heute geschehen, über Nacht im Wind verwehen, wer weiß das schon? Ist alles nur ein Traum, ein Spiel, und kommen wir an unser Ziel, wer weiß das schon? Heute ist die Zukunft himmelblau, doch niemand weiß von uns genau. Bleibt alles nur Illusion, ob es die Ewigkeit noch gibt, solange ein Mensch den anderen liebt, wer weiß das schon?
und wir fahren nie Tag aus, Tag ein. Das Leben ist ein Karussell, es dreht uns zwei eventuell ins Glück hinein. Das Leben ist ein Karussell, es dreht sich langsam und es dreht sich schnell, genau wie eine Uhr. Lassen wir uns kurz hinschauen, 19.22 Uhr, das heißt, wir müssen uns ein kleines bisschen meilen. Das war die Startnummer 11, wir kommen zur Startnummer 12. Wir können bereits abfahren, Rainer. Die Startnummer 11 kommt aus Holland. Der Interpret heißt Jerry Ricks. Auf dem deutschen Markt hatte bereits zwei Singleplatten und eine Langspielplatte. Und sein neuster Titel heißt Mein Weg zu dir. Und er hofft von ganzem Herzen, was man verstehen kann, dass es der Weg in ihr Herzen ist, in ihre deutsche Hitparade. Jerry Ricks, Startnummer 12. Mein Weg zu dir war unendlich weit, doch ich habe bis heute keine Stunde bereut. Ich war oft so wie ein Wanderer, der sein Ziel aus den Augen verliert. Doch am Ende hat mein Weg mich doch zu dir geführt. Oh, 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 mein Weg zu dir war unendlich weit, doch ich habe bis heute keine Stunde bereut. Als ich 17 war, lief ich fort von zu Hause. Aber hielt ich es lange aus. Ich fühlte die Sehnsucht, doch ich kannte nicht ihr Ziel. Erst seitdem ich dich fand, ja, da weiß ich, was ich will. War unendlich weit, doch ich habe bis heute keine Stunde bereut. Ich war oft so wie ein Wanderer, der sein Ziel aus den Augen verliert. Hat mein Weg mich doch zu dir geführt. Oh, 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 mein Weg zu dir war unendlich weit, doch ich habe bis heute keine Stunde bereut. Start Nummer 12, Jerry Ricks, mein Weg zu dir. Start Nummer 13, meine Damen und Herren, ein echter Berliner, 16 Jahre alt. Der Name Randolph Rose, vielleicht kennen Sie ihn aus der Fernsehserie von Tommy Tulpe, denn dort spielte er den Prinzen aus Alabama. Sein Titel Silver Moon Baby, Start Nummer 13, Randolph Rose. Wer zum ersten Mal die große Liebe fühlt, wer zum ersten Mal sein Herz verschenkt,
weiß, dass es nichts gibt, was die Sehnsucht stillt. Wenn die Nacht sich über unsere Erde fällt. Sterne strahlen hell für mich und mal zu wandern weh. Und wir beide sind im Traum einander nah. Wir sind nicht zu jung, wir dürfen glücklich sein. Und dass wir uns lieben, macht uns froh. Wir gehen aus und küssen uns im Mondenschein. Denn das ist schon tausend Jahre so. Sterne strahlen hell für mich und mein Superman, Baby. Und wir beide sind einander ja so nah. Den Randolph Rose, Silbermoon Baby, das war die 13 und der letzte neue Vorschlag für heute, meine Damen und Herren, heißt Und das Leben wird weitergehen. Lena Baleitis aus Litauen, Abfahren Rainer, Startnummer 14. Auf allen Wegen gibt Sonne und Regen, so ist eben nun mal die Zeit. Denn leider fällt in den Becher der Freude fast immer ein Tropfen vom Leid. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, das ist manchmal gar nicht so leicht, weil man nicht alles, was man sich so vorstellt, erreicht. Und das Leben wird weitergehen, und die Welt wird sich weiter drehen, und auch wir zwei sind morgen wieder mit dabei. Das Leben wird weitergehen und die Welt wird sich weiter drehen. Der Himmel weint, nur wenn die Sonne mal nicht scheint. Viele, die reden und wissen so wenig vom Leben, wie's wirklich so ist. Es ist am besten, wenn man, was die reden, ganz einfach gleich wieder vergisst. Tränen im Auge verwehren dir das Glück, auch das Schöne im Leben zu sehen. Immer nur lächeln, das muss man halt eben verstehen. Und das Leben wird weitergehen, und die Welt wird sich weiter drehen. Und auch wir zwei sind morgen wieder mit dabei. Und das Leben wird weitergehen, und die Welt wird sich weiter drehen. Der Himmel weint, nur wenn die Sonne mal nicht scheint. Und das Leben wird weitergehen.
weitergehen. Steif Nummer 14, meine Damen und Herren. Und wir möchten und wir hoffen von Ihnen, dass es genauso zu Hause ist. Eigentlich, dass die Sendung weitergeht, aber irgendwann ist Schluss. Wenn es am schönsten ist, dann soll man gehen. Wir kommen zum Schnelldurchlauf. Alles in umgekehrter Reihenfolge. Noch einmal unser Spitzenreiter Michael Schanze von 0 auf 1. Ich hab dich lieb. Erster Platz. Michael Schanze, der Shootingstar dieser Ausgabe von 0 auf den 1., von 0 auf den 2. Ramona, alles, was wir wollen auf Erden. Das war Ramona und nun Peter Rubin von 0 auf 3. Wir sitzen beide am selben Feuer, dritter Platz. Beide am selben Feuer, wir beide denselben Club. Und nach Peter Rubin, der vierte Platz, dreimal dabei, damit ausgeschieden mit diesem Titel. Ich bin verliebt in die Liebe, Chris Robert. Sie ist doch kein Geld für mich. Ich bin verliebt in die Liebe. Und vielleicht auch in dich, das war Chris Roberts. Der fünfte Platz, genau wie Chris, dreimal dabei. Candida, Bartha Illich. Eine Nacht kann ich schlafen, denn seit wir beide uns tragen. Das, meine Damen und Herren, waren Ihre fünf Spitzenreiter. Nun zu den Neuvorstellungen in alphabetischer Reihenfolge. Unter A, Anthony, Liebe und Rock'n'Roll. Sechs. Komm hier, komm zur Show, aus Liebe und Rock'n'Roll. Liebe und Rock'n'Roll, das war die Startnummer 6, Startnummer 7, Tanja Berg, der Titel G. Yeah. Wäre fast ein Duett gewesen, Ole Jensen und Tanja Berg. Es war aber nur Tanja, Start Nummer 7. Start Nummer 8, Chili Pfeffer und Torte. So scharf ist dein Kuss, so scharf ist dein Kuss. Babs Nielsen, Start Nummer 9, Hello Mr. Donovan. Hello Mr. Donovan, seitdem ich dich persönlich kenne, träume ich. Nach der 9, die 10, Peter Orloff hat ein Mädchen für immer mitgebracht und trägt die Start Nummer 10. Und für alle Zeiten und nicht nur für heute, das wünsche ich dir. Und die Startnummer 11, das Leben ist ein Karussell, das ist Paula, 11. Das Leben ist ein Karussell, es dreht sich langsam, dreht sich schnell und wir fahren weiter auf. Und wir fahren weiter mit dem nächsten Titel, Startnummer 12, Jerry Rex, Mein Weg zu dir, 12. Weg zu dir, warum Randolph Roos, das Silvermoon Baby, 13, Randolph Roos. Sterne strahlen hell für mich und mein Silvermoon Baby. Das war die 13, hier die 14, das Leben wird weitergehen. Lena Valaitis, 14. Und das Leben wird weitergehen und die Welt wird sich heute drehen. Das, meine Damen und Herren, wäre es gewesen. Wir hoffen, dass Sie genau den Titel gefunden haben, den Sie wieder wählen möchten. Wenn ja, dann schreiben Sie uns bitte eine Postkarte, aber nur eine Postkarte. Wir freuen uns über Ihre Briefe, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur eine Postkarte ausgewertet werden kann. Unsere Anschrift, zweites deutsches Fernsehen, Kennwort Hitparade 65 Mainz 500. Zweites deutsches Fernsehen, Kennwort Hitparade 65 Mainz 500. Ich weiß, wir haben es ganz, ganz eilig. Hinter der Kamera steht aber jemand, der macht immer so. Also, das war zum 19. Mal aus Berlin die deutsche Hitparade. Redaktion Dieter Weber, Kamera Pitt Kohlbach, Jens Jüttner, Jörg Kolbe, Martin Strausenhacken und Biermann, Bildschnitt Inka Armenat, B-Technik Jürgen Rohloff, Ton Richard Ziano, Szenenbild Joachim Tschurtschenga, Produktionsleitung Eberhard Klein, Regie Truck Brands. Und das war eine Sendung des